Hier ist Fred vom Fettspiel und ich begrüße euch zur nächsten Episode meines Minecraft Let's Plays. Beim letzten Mal habe ich es tatsächlich geschafft, ein Bett zusammenzuzimmern. Aber ich werde mich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern mal schauen, was ich jetzt als nächstes machen kann. Ich habe viele tolle Tipps von euch bekommen. Unter anderem hat Henrik geschrieben, wie ich das schaffe mit dem Craften, dass ich die ganzen Ressourcen oder Baumaterialien gleichmäßig verteile. Du hast nämlich geschrieben, ich zitiere dich jetzt, ja, Linksklick gedrückt halten und über die einzelnen Felder der Werkbank ziehen. Ich versuche das jetzt mal. Was passiert? Oh, tatsächlich. Oh, ist das gut. Ist das geil. Du bist mein Gott. Ist ja Wahnsinn. Okay, alles klar. So einfach geht das. Oh Gott, was habe ich da vorher für ein Act mitgemacht? Ja, ist ja unfassbar geil. Okay, gut. Das klappt. Das ist super. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Sticks machen möchte, ich kann ja mal das Akazienholz hier zusammen machen. Okay, jetzt einfach mal Linksklick gedrückt halten und kann jetzt automatisch, wow, geil. Hier Leitern zum Beispiel machen oder irgendwas anderes. Ich kann ja auch dann automatisch das mit den Sticks, da haben wir es gerade gesehen, zack, schon habe ich dann alles maximal verteilt. Das ist richtig gut. Vielen lieben Dank für diese Information, ja, das gefällt. Und ja, dann werde ich doch gleich mal das machen, das Einzige machen, wovon ich Ahnung habe, was ihr nicht kennt. Bei Minecraft. Ich kenne etwas, was niemand da draußen weiß. Ja, da glaubt ihr mir natürlich nicht. Aber jetzt passt mal ganz schön auf. Was passiert nämlich, wenn man keine Ahnung hat, offensichtlich? Was wollte ich nochmal machen? Ah, ich wollte einen Lever machen. Einen Hebel. Den kennt ihr. Soweit, so gut. Ja, was passiert aber, wenn man dann noch einen Button nimmt und noch einen Button? Das wisst ihr nicht. Und das werde ich euch jetzt zeigen. So, ich mache das jetzt mal hier schön über mein Bett, dass ich den Lever nehme und die beiden Button. Wenn man nämlich einen Hebel setzt und links und rechts zwei Buttons, bekommt man eine Musikanlage, ein Soundsystem, ein Radio. Das glaubt ihr nicht? Na, hört mal zu. Geil, oder? Ja. Das habe ich herausgefunden, als ich privat bei Minecraft rumgeeiert habe und mir diese tolle Idee dann gekommen ist. Also, ein Soundsystem macht sich doch jetzt ganz gut. Oder beim Aufstehen, ja, oder beim zu Bett gehen. Also das ist ja eigentlich, passt es immer. Deswegen werde ich jetzt einfach mal diese Stereoanlage hier lassen, wie sie da aussieht. Sieht doch mal schon ganz toll aus. Und okay, als nächstes schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Ich wollte ja unbedingt mein Pferd zähmen. Das Pferd, was hier die ganze Zeit im Wasser unterwegs ist, ja. Mein Wasserpferd. Mein Nilpferd quasi. Das wollte ich ja die ganze Zeit zähmen. Da habe ich einen Tipp bekommen von Venny. Hat nämlich geschrieben, wenn ich Rechtsklick mache, ja. Ja, genau. Oh, was? Ich sitze? Ich war auf dem Pferd drauf. Guckt, ich sitze drauf. Das ist ja witzig. Also auf jeden Fall kann ich mit Rechtsklick das Pferd so streichen. Dachte, ja, das habe ich doch letztes Mal gemacht. Jetzt auf einmal besitze ich aber schon drauf. Ich zähme es und es wirft mich jetzt nicht mehr ab. Es ist schon vertraut mit mir. Aber reiten kann ich es noch nicht. Dafür brauche ich nämlich einen Sattel. Hat mir auch Hendrik unter anderem geschrieben, dass es die aber nur in Dungeons zu finden gibt. Ja? In irgendwelchen Höhlensystemen und sowieso in Minen. Und so weiter und so fort. Das ist natürlich doof. Oh ja, gutes Pferd. Und da muss ich jetzt natürlich mal irgendwann mal, was heißt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt forcieren kann oder ob ich einfach dann zufällig drauf komme. Ich könnte natürlich mal, ich habe da hinten ja so einen Höhleneingang gesehen. Ne? Ich könnte es natürlich wagen. Warum eigentlich nicht? Ich wage es jetzt. Habe ich irgendwas, soll ich mir vorher noch ein Eisenschwert schmieden oder sonst irgendetwas? Ich fühle mich etwas unvorbereitet jetzt. Ja? Ich will jetzt aufbrechen, einen Dungeon. Aber vielleicht sollte ich vorher noch, ja, was brauche ich denn vorher noch? Ja, komm, so ein Eisenschwert, das soll man machen. Oder ein bisschen Rüstung vielleicht sogar. Jetzt habe ich aber gar nicht nachgeguckt, wie man Rüstung craftet. Aber ich glaube, ich habe das mal irgendwo bei Minecraft-Wiki gesehen. Man nimmt Eisen und dann, nee, das ist ein Eimer. Oh, geil. Auch nicht schlecht. Was ist das, ein Würfel? Nee, okay. Aha. Eine Druckplatte, eine Lore,
Ein Helm! Ein Helm! Genau den wollte ich haben. Ein Stück Rüstung. Sehr, sehr gut. Man fängt klein an, würde ich sagen. Ja, diesen Helm nehme ich mal und dann vielleicht noch so ein Eisenschwert. Das ist auch nicht schlecht. Da habe ich doch schon mal was. So, wie diesen Helm. Wie kann ich den jetzt benutzen? Ah, hier wahrscheinlich. Iron Helmet. Jawohl! Geil! Yeah. Okay, super. Ich habe also einen Eisenhelm. Ja, nackt, aber ein Eisenhelm. Oh, jetzt kommt eine Rüstungsanzeige. Seht ihr das? Da links. Über den Herzen ist jetzt eine Rüstungsanzeige. Das ist ja geil. Das wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt. Okay. Jetzt will ich mal doch noch was machen. Wie kann ich mir jetzt auch noch mal... Ah, komm, da gehen wir mal kurz auf die Wiki-Seite. Das will ich jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, wie ich jetzt weitere Rüstungsteile zusammenspiele. Ich guck mal kurz nach. Bin gleich wieder für euch da. So, hier bin ich wieder mit meinen 5 Eisenbarren, die ich habe, werde ich leider nur noch mir Eisenstiefel zusammenzimmern können. Aber besser als gar nichts, oder? Das ist doch mal schon mal nicht schlecht. Habe jetzt also ein Eisenhelm und Eisenstiefel. Dazwischendrin ist nichts, aber immerhin 2 Rüstungspunkte, besser als nichts. Und jetzt geht's ab, jetzt bin ich gerüstet. Also zumindest zur Hälfte, würde ich mal sagen. Und werde mich jetzt auf den Weg machen. Vielleicht finde ich ja einen dieser ominösen Sattel in einer ominösen Mine. Ich habe da ja irgendwo so einen Eingang gesehen. Da werde ich mich jetzt einfach mal hinmachen auf dem Weg. So. War das da, was ich gesehen habe? Ich glaube schon, ne? Also dort im Wasser. Ich darf mich aber auch nicht zu weit entfernen. Wer weiß, wie spät es schon ist. Ich habe ja noch keine Uhr. Gibt es Uhren bei Minecraft? Das wäre auch nochmal interessant zu erfahren. So, jetzt aber. Ich habe Angst. Okay, ich werde schon mal die Torch hier nehmen und den Höhleneingang schon mal beleuchten und dann auch mal gucken, wie es hier weitergeht. Okay, ich habe Angst, aber, oh, ich sehe tolle Ressourcen und den Höhlenausgang wieder. Das ist ja großartig hier. Ich glaube, hier werde ich keinen Sattel finden. Ah, doch, das geht aber noch weiter. Es ist ein richtiges Höhlensystem. Oh, ich werde mich sowas von verirren. Ich habe keine Angst. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Okay, hier habe ich schon mal alles ausgeleuchtet. Wo kam ich jetzt nochmal her? Na gut, da geht es ja wenigstens nach oben. Ich könnte ja eigentlich hier mit ein bisschen Dreck mir auch hier so eine kleine Pseudo-Treppe bauen, dass ich dann auch hier schön und schnell nach oben komme. Ich könnte auch nebenbei ein bisschen was abbauen, oder? Ich meine, wahrscheinlich werde ich sowieso keinen Dungeon finden. Das ist doch eigentlich eine Glückssache, oder? Ich meine, das kann nicht sein, dass man keinen Sattel selbst craften kann. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur einer Fehlinformation Opfer geworden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man keinen Sattel selbst machen kann. Ich muss jetzt tatsächlich irgendwie auf gut Glück einen Dungeon finden, wo es vielleicht einen Sattel gibt. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das schon wieder jemand. Dass das der Weisheit letzter Schluss ist, aber na gut. Oh, da ist was. Und Lava und Zombies und überhaupt. Ich brauche eine Fackel. Okay. Ich weiß nicht, soll ich mich das trauen, da mal weiter mitzumachen? Ich fühle mich ja schon so ein bisschen gut jetzt mit ein bisschen Rüstung. Hatte ich echt noch nie. Also... So, jetzt habe ich Angst, weil hier Lava ist. Kann die irgendwann mal so überschwappen? Ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht reinfalle. Dann bin ich ja instant tot und verliere alles, ne? So weit, so gut. Ich könnte mir natürlich hier so einen kleinen Weg basteln. Okay, hier gibt es noch mehr Lava, Kohle. Alter, hier gibt es viel. Das mit dem Eisen, das nehme ich gleich mal mit. Ich will mich nicht zu weit entfernen. Ich glaube, jetzt bin ich wirklich am Ende angekommen hier. Okay, ich nehme ein bisschen Eisen mit, dann gehe ich wieder. Es wird nämlich bald dunkel und ich fühle mich noch nicht so wirklich gut gerüstet. Ich glaube, ich nehme einfach ein bisschen Eisen mit und schmiede mir dann eine noch bessere Rüstung. Aber jetzt heißt es erstmal wieder Arrivederci. Ich will es nicht gleich am ersten Tag verkacken und sterben will ich noch weniger. Also, es geht wieder raus. Aber das war doch ein
sinnvoller und guter Ausritt. Ich habe hier schließlich was entdeckt. Und vielleicht ist ja auch eines dieser Höhlenverzweigungen der Weg zum Sattel. Jetzt möchte ich aber erstmal den Weg nach oben wiederfinden. Vorher. Ich bin so ein bisschen eisengeil, ne? Aber ich muss ja sagen, Eisen ist auch sinnvoll. Du kannst ja alles damit machen. Wir haben es ja eben gerade gesehen. Egal ob Lore, Helm oder Schere oder was auch immer. Mit Eisen geht alles. Und richtig gut. So, jetzt aber wirklich. Ah, schon wieder jemand. Da geht schon freiwillig. Oh Gott, es dämmert. Und mir dämmert es auch gleich. Raus hier. Oh, fuck. Wo bin ich denn? Ach, ist das, was ich gebaut habe vorhin? Ich habe mir doch... Ach, da ist mein Haus. So, jetzt schnell weg. Das ist gar nicht mein Haus. Das ist eine andere Siedlung. Wo ist mein Zuhause? Das bin ich nicht. Da hinten. Oh Gott, da hinten? Ah, scheiße. Okay, das schaffe ich auf keinen Fall mehr rechtzeitig. Ich schwimme einfach mal. Okay. Mit dem Schwert in der Hand. Gibt es im Wasser auch Monster, die mich so runterziehen oder irgendwas machen? Ich habe Angst. Oh Gott, es ist nachts und ich bin draußen. Ich will raus, rein. Wo auch immer. Schnell weg, schnell rein. Ja, da geht's schon los. Ah ne, das ist mein Wasser, mein Nilpferd. Okay, alles klar. Puh. Also, halbwegs noch geschafft. Ich bin zu Hause angekommen. Die Tür ist offen. Also bitte. So. Puh. Durchatmen. Ich überlebe, ich lebe noch. Und jetzt wird erstmal weiter gecraftet. Also, 25 Eisenerz habe ich zusammengesammelt. Sehr, sehr fleißig gewesen. Da glüht der Ofen. Sehr, sehr gut. Habe ich noch irgendetwas, was ich jetzt gut verwenden kann? Wo ist mein Keller eigentlich? Hier. Ja, apropos Keller. Ich habe ja auch noch einen Tipp bekommen von Avery. Hat mich gesagt, ich soll mal Stufen statt Leitern verwenden. Das findet er besser. Und Stufen, ich glaube, dafür brauche ich auf jeden Fall mal Stein. Für Stein könnte ich ja auch mal wieder runtergehen. Erstmal mit der Leiter, ja. Bis ich dann zu meiner Ausgrabungsstätte komme. Hier ist jetzt zum Beispiel eine. Wo ich gerade aber auch nur an dieses komische Diorit komme, oder wie das heißt. So, jetzt ist mir auch noch die Spitzhacke verreckt. So, da bin ich wieder. Ja, hier ist so viel Ramsch und alles. Nee, ich glaube, damit kann ich nichts basteln. Trotzdem habe ich jetzt hier mal so eine ebenerdigen Stollen. Das kann ja auch gar nicht so schlecht sein. Denn da kann man ja auch, was ich gehört habe, mit so Schienen und Loren langfahren. Richtig geil. Da freue ich mich auch schon mal drauf. Das will ich auch auf jeden Fall mal machen. Oh, ich habe Kohle gefunden. Das ist auch gut. So. Werde ich die Kohle erstmal abhacken. Dazu sagt man nie nein. Ich glaube, ich habe mir gerade die Fackel kaputt gemacht. Kann das sein? Jawohl. Da liegt sie auch noch. Oh, das ist mal eine Kohleader. Guck dir das mal an. Boah. Ein gutes Vorkommen. Richtig viel. Wahnsinn. Das ist natürlich gut für meinen Erfahrungsbalken. Für meinen Ofen. Der kann dann wieder richtig gut befeuert werden. Also bei Kohle kann man sich auf jeden Fall freuen. Anders als über diese anderen Gesteinsfehlpässe. Oh geil, und Eisen gleich daneben. Ja, das hat sich echt mal gelohnt hier. Hey, das ist eine ziemlich gute Höhe. Apropos Höhe, da habe ich noch einen Tipp bekommen von Hendrik. Er meinte nämlich, wenn ich F3 drücke, dann sehe ich unter Y, in welcher Ebene ich mich befinde. Ob das stimmt, ob das funktioniert, seht ihr nach der Werbung? Nein, das seht ihr sofort. F3, oh Gott, was ist das denn hier alles? Minecraft, 60 FPS, Frames per Second. Das ist schon mal gut. So, jetzt muss irgendwo Y stehen. Seht ihr das Y? Hallo? Vielleicht da links? XYZ. Da steht Y59. Was passiert, wenn ich jetzt einen hochgehe? 60. 61. Ah, das sind also... XYZ sind also die Koordinaten in unserer dreidimensionalen Welt. Und ich bin also bei Y...
6061 und du hast geschrieben, dass es Diamanten gibt bei Ebene 10 bis 13. Das ist ja pervers. Da muss ich ja extrem in die Tiefe gehen. Ach, Junge. Junge, Junge. Da haben wir uns was eingebrockt. Ich weiß gar nicht, wie ich so weit hinabsteigen kann. Aber vielleicht können wir das ja tatsächlich auch verbinden mit der Idee, Treppen zu bauen. Dann geht es nämlich schneller von oben nach unten. Obwohl ich die Leitern gar nicht so schlecht finde. Ich habe auch mit Tim geredet. Tim meinte auch, man macht Stufen, kein Leitern. Was habt ihr denn alle gegen Leitern? Ich meine, wenn man Treppenstufen hat, das ist doch unfassbar, weiß auch nicht, so platzintensiv und rohstoffintensiv. Oh gut, Leitern sind aber auch rohstoffintensiv. Das stimmt schon. Ja, wie viele Sticks habe ich denn hier schon verbraten? Ja, vielleicht habt ihr ja recht. Ich werde erstmal eine Leiter craften. Nicht eine Leiter, sondern eine Treppenstufe craften. Dann gucken wir mal, wie das alles überhaupt funktioniert. Das weiß ich ja noch gar nicht. Oh, hier wird noch weiter Eisen geschmiedet. Hervorragend. Da wird mal ein bisschen Kohle aufgestockt. 10 Leitern habe ich ja übrigens noch. Aber jetzt erstmal zu was anderem. Und zwar mit Cobblestone eine Treppenstufe machen. Das war ja irgendwie so, wirklich wie eine Treppenstufe aussieht, oder? Ja, tatsächlich. Cobblestone Stairs. Okay, die habe ich jetzt. Dann will ich mal schauen, wie das funktioniert mit der Treppe. Wo wollen wir denn mal eine Treppe machen? Wollen wir es gleich hier machen? Warum nicht? Sieht doch ganz gut aus. Ich werde hier mal ein bisschen Platz machen. Das soll ja auch ein schönes Treppenhaus werden. Ich baue jetzt ein Treppenhaus. Das ist meine Idee für heute. So, hier mache ich. Muss auch schön aussehen. Ein Treppenhaus. Tja, und nun? Wie setze ich da jetzt die... Na gut, ich mach's einfach mal. Ich habe jetzt hier die Cobblestone Stairs. Ah, okay. Was passiert nun? Ja, warte, jetzt habe ich ja so eine doppelte. Das ist natürlich wahrscheinlich doppelt gemoppelt und nicht so gut. Ich hoffe, ich bekomme jetzt wieder. Jawohl. Also hier kommt eine... Was? Wonach richtet sich denn eigentlich, wie diese Treppe aussieht? Das sah jetzt ja irgendwann schon mal nicht so gut aus. Okay, ich werde jetzt mal so ein bisschen reglementieren, die Möglichkeiten. Es ist aber... Ja, so will ich bestimmt keine Treppe haben. Kann aber nicht dein Ernst sein, oder? Ah! So, und jetzt kann ich da einfach so runterlaufen. Und hoch? Tatsächlich. Und jetzt nochmal zum Vergleich, wenn ich es nicht habe. Bam, bam macht es da. Und hier komme ich halt nicht hoch, sondern muss immer wieder mit der Leertaste springen. Also, keine Treppe. Treppe. Okay, das ist tatsächlich praktisch. Da gebe ich euch recht. Ich könnte natürlich jetzt echt so eine Treppe ganz, ganz nach unten führen. Also das wird eine riesige, riesige Treppe, die mich zur Ebene... Was habe ich geschrieben? Was hast du geschrieben? 10 bis 13 führt. Ja, da haben wir ja was vor, oder? Tja. Aber kein Minecraft ohne ein großes Projekt, würde ich sagen. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Oh ja, mit diesem Diorit-Mist kann ich dann hier das Geländer bauen. Ich baue noch ein Geländer. Warum mache ich das? Da könnte ich da überall... Oh, das sieht bestimmt geil aus. Ich mache dann überall hier Torches drauf. Fackeln. Das sieht bestimmt cool aus, oder? Wenn man hier so runter geht, auf den Treppenstufen und links aber immer diese Fackeln auf dem Diorit. Da muss ich aber auch überall Fackeln machen. Ich weiß, es ist sinnlos, aber es muss ja auch gut aussehen. Ja? Deswegen, ja, coole Sache. Das mache ich. So, da haben wir ja schon mal unser Projekt gefunden. Hört ihr das? Ich mache mal Sound lauter. Für mich. Ich glaube, ich habe da nämlich gerade gehört. Irgendwelche Monstergeräusche. Das heißt, die sind bestimmt ganz nah. Wann hört man eigentlich Monster und wann nicht? Das würde ich auch mal gerne wissen. Gibt es da so eine gewissen Abstand, den man braucht? Kann das sein? Also ich meine, was ist quasi die Hörschwelle? Sind die dann 2 Blocks entfernt oder 3 Blocks oder 4 Blocks oder sonst irgendetwas? Oder 1 Block vielleicht sogar? Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal so nach rechts reinhämmer, auf einmal kommt mir dann ein Monster entgegen. Es kann ja alles passieren. Gott bewahre, dass das hier jetzt passiert, aber es kann passieren. So, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Schacht hier? Den baue ich zu. So, als wäre nichts passiert, ja? Jetzt müsste ich aber das hier eigentlich auch zubauen. Einfach nur für die Optik. Ups. So nicht. So, die Fackel kommt auch weg. Ja. Jetzt sieht es nach Treppe aus.
Okay, super. So, wie viel Stein habe ich denn mittlerweile? Oh, 44, da kann man sich schon so ein paar Treppchen zusammenzimmern, glaube ich. Ich werde erstmal aber meine Holzhacke so weit benutzen, bis sie mir auseinanderfällt hier. Und das ist jetzt passiert und dann gehe ich mal wieder nach oben zum Craften. So, hier kann ich noch zwei weitere Torches bauen. Cool. Ey, da freue ich mich drauf. Also eine Treppe ist schon eine feine Sache. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Und du hast ja recht. Ja, jetzt, also jetzt begreife ich es langsam. Jetzt beginne ich zu verstehen. Ich meine, wir haben es ja selbst gesehen. Oh, hier kann ich übrigens noch mal ein bisschen Eisenerz schmelzen. Wir haben es ja selbst gesehen. Mit den Holzsticks ist es wirklich sehr, sehr rohstoffintensiv, so eine Leiter zusammenzubauen. Aber Steine gibt es ja wie Sand am Meer. Steine sind ja überall. Und wenn ich für eine Treppenstufe nur Steine brauche, ja bitte. Also ich meine, Steine, ja, ihr habt es ja selbst gesehen. Das ist ja sehr, sehr dankbare Aufgabe. Dann werde ich jetzt mein Wissen gleich mal anwenden und mit Linksklick jetzt das hier gleichmäßig verteilen und kriege jetzt die maximale Anzahl an Treppenstufen. Das sind 34 daraus. Boah, wie schnell das geht. Oh, ihr glaubt es ja nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Gut, ihr habt es ja sogar gesehen, ne? Tatsächlich echt manuell dann alles mal hingeklickt. Boah, ja, das ging jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell. Warum ist dann Creeper? Es ist doch Tag. Und was macht der in meinem zukünftigen Stall? Und warum habe ich noch nichts zu essen? Okay, ich gehe erstmal später hin. Jetzt wird noch ein bisschen weitergemacht, aber vorher mal eine Eisenhacke, weil ich gerade kein Stein habe. Und mit meinem Eisen kann ich doch jetzt auch noch weiter an meiner Rüstung arbeiten. So, das ist es. Das ist die Iron Chest Plate, mein Brustpanzer, den ich jetzt anziehen werde. Ha! Und jetzt die Hosen. So, runter mit den Hosen. Die sind, glaube ich, so, jawohl. Iron Leggings, geil. Nicht schlecht. Ups. Also, Iron Leggings und ich bin gerüstet. Jawohl, Fred ist gerüstet für den Kampf. Komplette Eisenrüstung, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich habe fast die maximale Anzahl der Rüstungspunkte. Ich weiß gar nicht, was mir hier noch fehlt. Handschuhe vielleicht, aber ich weiß nicht, wie ich die bekomme. Hier ist irgendwas alles voll. Und ich glaube, also mit so eine krasse Rüstungsanzeige hatte ich auch noch nie. Ich meine, da kann jetzt, soll jetzt mal jemand kommen, ja, und hier Stress machen. Jetzt nehme ich es mit jedem Monster auf. Gut gerüstet fühle ich mich. Aber bevor es um die Monster geht, haben wir hier noch Treppenarbeit zu erledigen. Ich höre da doch wieder was. Aber das klingt so ein bisschen wie fließendes Wasser. Fließende Lava. Irgendwas ist da. Nicht, dass ich jetzt hier in Richtung Fluss grabe und uns gleich das ganze Wasser hier das Treppenhaus flutet. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Kann alles passieren. So. So, jetzt mal wieder zu den Treppenstufen, würde ich sagen. Ach ja, das muss ich jetzt ja auch wegmachen, klar. Das ist gut, dann habe ich nämlich wieder genug Diorit, um das Geländer zu machen. Ah, sieht da richtig gut aus. Schön. Perfekt. So, und jetzt wieder die Fackeln. Ah, ich habe keine Fackeln mehr. Habe ich noch Kohle? Nein, die Kohle ist unten. Aber ich kann jetzt ja ganz schnell nach hoch und runter gehen. Das ist echt super. Ach ja, die Kohle ist ja hier und verbrennt gerade das letzte Eisenerz. Ja, das ist ja perfekt. Ich komme gerade zur richtigen Zeit. Pling! Das heißt, da sind wir durch. Das kann ich nehmen und werde jetzt davon mal die Hälfte nehmen und davon vielleicht auch. Ja, ich brauche ein paar Sticks. Jawohl. So, und jetzt. Ja, jetzt habe ich mal genug Fackeln, wa? 44 und 64. Ab in die Dunkelheit. Gar nicht, nicht Dunkelheit. Oh, das ist cool. Also das mit den Treppen, hervorragende Idee. Ich kann euch nochmal anerkennend auf die Schulter klopfen dafür. Und wenn ich so weitermache, komme ich ja vielleicht bald auch in die diamantenen Gegenden. Ich schaue nochmal auf F3, um zu sehen, wo ich bin.
Y51. Oh Gott, das dauert ja ewig. Oh, ich glaube, da müssen wir erstmal eine Pause machen. Denn das hier kann ja wirklich noch ein langer Ritt werden in die Tiefe. Aber ich bin bereit, das Pferd zu satteln. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bin gespannt auf euren Input. Euer Fred von Fettspielen.